Moin, ihr Lieben. Moin. Herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen. In Emden am Wohnmobilplatz am alten Binnenhafen. Und ist schön hier. Wetter ist nicht so toll? Ja, leider seht ihr nicht viel von uns, weil hier eine Maskenpflicht herrscht im Moment. Ab gestern, genau. Richtig. Ja, aber der Platz ist super. Der ist hier am Eisenbahndock 3 in Emden. Ja, hat 40 Stellplätze. Ein paar Fähr- und Entsorgung. Mal schön in der ersten Reihe. Ja, mit Blick aufs Wasser. Perfekt. Ja. Zweite Reihe ist mehr ein Parkplatz. Ja. Aber wenn man hier sich hinstellt, sag mal, ist toll, weil man ist ruckzuck in der Stadt. Ja. Ja, man braucht nur hier entlanglaufen. Genau, ganz bekannt das Otto-Hus hier in Emden. Lecker Fisch essen kann man hier. Ja, danke nochmal für die ganzen Tipps, wo wir hier essen gehen sollen. Ja, wir haben es befolgt. Genau, vielen, vielen Dank. Matjes aber nicht. Aber lieber Dietmar, wir mögen kein Matjes. Den konnten wir leider nicht probieren. Ja. So, ich würde sagen, dann gehen wir mal los und schauen uns mal die Entsorgung als erstes an. Ganz schnell. Ja, weil da steht nämlich gerade keiner drauf. So, da haben wir hier einen Bodeneinlass. Ja. Da hat jemand aber viel Schaum in seinem Abwassertank gehabt. Hast du gerade auf das Fahrzeug geachtet? Meck rennt. Ach so, ja. Meck okay. rennt. So, dann könnt ihr hier noch ein bisschen Frischwasser bekommen. Und zwar passen da 50 Cent Stücke rein. Und für 50 Cent erhaltet ihr 100 Liter Wasser. Alles das ist gut, gut, ne? Alles gut. Ja. Jetzt bin ich gerade, die Entsorgung kostet auch 50 Cent, Taste 2 drücken und die Bodenklappe öffnet sich. Okay. Ach, für Kaka. Ach so, hier geht alles hier rein. Hier geht alles da rein. Ach so, jetzt habe ich es verstanden. Also Grauwasser einfach drauf fahren, aufmachen, fertig, kostenlos. Kaka entsorgen. Kostet 50 Cent in dem Loch. Mhm. Ja. Ist kalt, lass es weitergehen. Ja, ich nehme mein AA, glaube ich, mit. Oder? Ja, die Frischwassersäule hier einfach euren Schnuppi dran drehen. Und dann habt ihr hier Taste 1 für Frischwasser und Taste 2 für AA. Für AA. Für AA. Los, weiter. Ja. Wir gucken jetzt mal. So, hier haben wir dann die Plätze. Genau, hier ist schon ein bisschen leerer geworden heute Morgen. Ja. Gestern Abend war es hier gepackt voll, ehrlich. Richtig Wahnsinn. Voll. Richtig ja. voll. Wir haben den Tipp bekommen, wenn du dich mal umdrehen möchtest. Auf der anderen Seite ist da Sergio. Das soll ein super toller Italiener sein. Dann muss man auf die andere Seite laufen und kann da essen gehen. Aber da wir ja schon Fisch essen waren. Da an dem Fischwagen, an dem sieht Fischwagen, man das. Genau. Da müsst ihr ein bisschen auf die Möwen aufpassen, weil die sind echt. Das sind Rotzemöwen hier. Das sind Rotzemöwen, ja, überall. Ja, aber deswegen konnten wir den Sergio nicht ausprobieren, weil wir ja schon Fisch essen waren. Ja, und Kuchen brauchten wir ja auch noch. Haben wir. Hier steht man eigentlich schön. Da steht der Nemo. Genau. Die Frontscheibe ist noch beschlagen. Müssen wir gleich mal ein bisschen frei machen. Ja. Aber der Nemo hat direkt einen Blick aufs Wasser. Ja, und er war ganz aufgeregt. Ja, es war ein Träumchen, hier zu stehen. Also muss ich ernsthaft sagen, das war schon schön. Es ist einfach, aber schön. Ja, es war gut. Und die Aussicht war auch gut. Ne? Aber es hat die ganze Nacht geregnet. Ja, aber das macht ja nachts nichts. Nachts kann nicht regnen, wie es lustig ist. Das stimmt. Gehen wir weiter. Oh, ich wollte schon die Treppe hochlaufen. Hier zeigen wir euch noch mal einmal hier rüber, wenn ihr hier vorne steht, egal auf welchem Platz. Ihr könnt also wirklich schön schauen. Ist wirklich gut. Echt gut. Und wenn ihr gerne morgens ein bisschen spazieren lauft, ja, und Lust habt, hier ein bisschen zu joggen oder einfach nur mit dem Hund rausgehen oder so, ist das super hier. Ihr geht hier vom Stellplatz weg, hier über die Brücke, da hinten rüber, dann kommt wieder eine Brücke. Und dann könnt ihr einmal hier hinten rumlaufen. Und kommt da hinten wieder am Stellplatz an. Also das ist wirklich gut. So, hier haben wir nochmal die erste Reihe von hinten gefilmt. Das hier sind auch alles noch Stellplätze. Bis da hinten hin zu den Bäumen. Da dürfen aber nur kurze Bäume stehen bis 5,50 Meter. Dann haben wir hier nochmal Stellplätze. Also für eine Nacht völlig ausreichend.
So, da ist der Hafenmeister, da ist die Anmeldung. Und hier sind die Toiletten. Die Toiletten sind zu, eine Frau. Toiletten geschlossen wegen Corona, ne? Ja, also hier sind wohl Toiletten und sogar Duschen drin, so ja. Wie ich das weiß. Ja. Und Damen, behindertengerechtes WC und Herren. Und das ist jetzt leider wegen Corona geschlossen. Kann man nichts machen. Kann man nichts machen. Nein. Ist halt Corona, ne? Ja. Ja, ganz cool gemacht, wenn ihr eure E-Bikes nicht im Wohnmobil laden wollt, habt ihr hier so eine E-Bike-Ladestation. Ja. Einfach aufschließen an... da ansteckern, reinlegen, abschließen, fertig. Gut. Cool, ne? Ja. Hier haben wir noch ein bisschen Informationen über Emden im Schaukasten. Hier in Emden ist ein altes Bunkermuseum, das wir uns gestern eigentlich unbedingt angucken wollten, ne? Aber auch das war geschlossen. Hm. Wieder ein Grund, nach Emden zurückzukommen. Auf jeden Fall. Aber wir waren im Otto-Hus. Aber wir waren im Otto-Hus. Aber die Quetschmünze hast du auch gekriegt. Ja, aber die Schlange vorm Otto-Hus, die war schon Granate, ne? Ja. Ja, leider durften wir darin nicht filmen, aber... So, Stromsäulen sind genug da. 50 Cent 1 kW. Einfach die 50 Cent reinschmeißen. Passende Knöpfchen drücken von eurem Stecker. Und Lampe leuchtet und gibt Strom. Optimal. Also Steckdosen sind ja echt mehr als genug. Gut. So, ihr Lieben, wir sind jetzt hier in Emden. Ja. Und wie ihr alle mitbekommen habt, der Lockdown kommt ja ab Montag wieder. Und selbst hier in Emden laufen jetzt schon alle wieder mit Masken rum. Was tut uns dieses Virus nur noch alles an? Ja, furchtbar. Ja. Ganz furchtbar. Wir werden jetzt mal ein bisschen die Stadt erkunden und nehmen euch mit. Otto. Hier ist der Otto in der Ampel. Liebling, bist du in Emden? Ich bin in Emden. Ja. Und wir haben das Otto-Hus gefunden. Das Otto-Hus. Und was ist da? Hier gibt es eine Quetschmünze. Guck mal. Mit den Otto-Elefanten drauf. Cool. Die muss ich haben. Dann mach mal hin. Schwer? Geht eigentlich. Ja, zwischendurch noch. Cool. Bist du glücklich? Ja.
Was hat er gemacht? Er hat mich angespuckt, die Sau. Das sind Rotzekerle. Lustig. So, das war unser Einblick hier vor diesem Stellplatz in Emden. Ja, wir werden uns jetzt auf die Socken machen Richtung Heimat. Ja. Denn wie ihr alle wisst, kommt ab Montag der Lockdown. Leider. Ja, für uns Wohnmobilfahrer ist es ja leider so, dass uns das auch ganz hart trifft. Und wir wollen noch nicht ganz nach Hause fahren, nein, aber wir fahren Richtung Heimat. Und zwar geht es nochmal für uns nach Kevela. Wer weiß oder wer uns kennt, der weiß, dass wir öfters da sind. Und zwar geht es uns darum, wir haben Angst, wie lange geht der Lockdown und was passiert. Ja. Und können wir in diesem Jahr unsere Freunde nochmal sehen? Und da wir wissen, dass unsere Freunde in Kevela auf dem Stellplatz stehen, fahren wir jetzt. Wir fahren da jetzt auch nochmal hin. Ja. Ja. Und an alle Wohnmobilfahrer, das schaffen wir schon. Ja. Ich hoffe, wir können bald alle wieder reisen. Ich hoffe natürlich, wir sehen uns Weihnachten in Cuxhaven auf der Platte. Ich glaube nicht, aber... Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Angesagt ist es. Ja. Und an alle da draußen, bleibt gesund. Und wenn ihr nicht gesund seid, dann werdet gesund. Ja. Wir kommen auf jeden Fall wieder nach Ostfriesland, weil wir werden hier noch einiges bereisen, obwohl wir ja schon oft hier waren. Aber es gibt immer wieder was zu schauen und wir haben... tierisch Spaß hier auf dem Plattenland. Ja, und wir haben ja noch ein paar Dates. Ja. Liebe Diana, wir müssen an den Badesee einen Kuchen essen gehen. Eine Waffel möchte ich haben mit Kirschen, Diana. Genau. Lieber Dietmar, wir haben noch ein Date in Ditzum. Also das werden wir auf jeden Fall noch mal machen. Richtig. Und eigentlich wären wir Sonntag zum Kuchen essen bei der Christiane eingeladen. Auch noch. Liebe Christiane von Instagram. Wir möchten das alles mit euch machen, aber so eine Woche ist immer wahnsinnig kurz, ne? Stimmt. Und ihr steht aber alle auf unserer Liste und deswegen haben wir definitiv einen Grund, Ostfriesland nochmal zu besuchen. Und es gibt noch viele, viele andere Gründe, mein ja, Schatz. Ja. Aber wie gesagt, jetzt haben wir nichts mehr zu sagen hier. Ja. Und wenn euch das Video vom Stellplatz gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch. Ja, abonniert gerne kostenlos unseren Kanal oder drückt die Glocke, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Kommentiert auch mal. Ja, eure Kommentare. Ja. Außerdem, ich habe zu dem 5000er Video 280 Kommentare beantwortet. Ich wollte noch sagen, wenn ich jemanden vergessen habe, es tut mir leid. Meine Augen tränten, ich war ganz müde nachts um 1:30. Ich hoffe, ich habe keinen vergessen. Genau. Wie gesagt, ja. Nochmal, es läuft bis nächste Woche Sonntag. Genau. Nee, Samstag. Der 7. Nächste Woche Samstag, der 7. Habt ihr noch die Möglichkeit, an der Verlosung teilzunehmen. Schaut einfach in unserer Playlist nach, dann werdet ihr uns schon finden. Ja. Und jetzt ist wirklich Ende hier. Ja. Ende Gelände. Ende Gelände. Tschüss. Tschüss.